Schon wieder ist ein Jahr vorüber und ich möchte mich auch dieses Jahr mit dem Weihnachtsvideo bei allen Zuschauern und Abonnenten meines Kanals bedanken. Wie ihr besonders in dieser Szene sehen könnt, treten beim Rendern Bildrauschen und Flackern auf. Das liegt daran, dass der Denoiser in Blender immer nur Einzelbilder bearbeiten kann. So kann es passieren, dass hintereinander folgende Bilder leicht anders optimiert werden und im Video der Flackereffekt hier auftritt. Eine Möglichkeit, das Flackern zu reduzieren, ist die Anzahl der Samples zu erhöhen, was allerdings auch die Renderzeit stark erhöht. Eine weitere Möglichkeit ist ein Zusatzprogramm wie den Neat Video Denoiser zu verwenden. In der Demo-Version kann nur ein Bereich in der Mitte bereinigt werden. Außerdem wird dieses Overlay hier hinzugefügt. Der Neat Video Denoiser ist ein Plugin und kostet abhängig vom Schnittprogramm 80 bis 130 Euro. Es gibt jedoch noch eine Variante in Blender, mit der man aus den vorherigen und den folgenden Frames einen Mittelwert beim Denoising errechnen kann. Das konnte ich allerdings noch nicht ausprobieren und zeige euch daher das erst nächstes Jahr. Bis dahin wünsche ich euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.